Hallöchen und willkommen zurück zur 50. Folge von Let's Play Anno 1503. Ja, meine Güte, ey, das ging ja schneller als gedacht. Ich war ein bisschen Mucke auf meinen Ohren, ein bisschen leiser. Das ging ja echt schneller als gedacht. Jetzt sind wir bei Folge 50 schon. Also ich sehe es jetzt schon, ich sehe es schon kommen. Wenn irgendwann das 1503 Let's Play zu Ende ist, ich glaube, ich werde dann 1503 benutzen. Das Möwengezwitscher werde ich vermissen. So. Das ist ja schon ein richtiges Ritual geworden jetzt, ja. Ah, es gehört einfach mit dazu. Die 50. Folge. Mensch, 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 ey, ich werde schon alt hier. Och. Ja, ich fange mal am besten an. Ich sehe hier gerade eine Lücke. Ich baue mal ganz schnell die Türme hier fertig. Turm. So. Dann haben wir die nämlich auch schon mal hinter uns. Guck mal, hier war ja so eine ungeschützte Ecke. Genau, hier war ja was, glaube ich. Hier mal vielleicht ein bisschen dichter die Türme, so. Nom, nom, nom. So. Und so. Oh, da kann man hier auch noch einen hinpacken. Hier noch einen hin. Hier. Immer schön in die Nischen rein. Die Nischen. So. So. Und so und... Das passt eigentlich, oben kommt eh keiner hin. So, haben wir mal ganz schnell die Türme hier fertig gemacht. Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. 23:07 Uhr. Eine etwas humanere Zeit wie sonst. Männchen. So, anständiges bringt mich auch. So, dann wollen wir mal gucken. Ach ja, genau, hier, da waren wir stehen geblieben. Jetzt, wo ich gerade das Schiff sehe. Flotte nimmt Fahrt auf, Kommandant. Flotte nimmt Fahrt auf. Wir wollten ja mal langsam Richtung Angriff gehen. Ich guck mal ganz kurz was. Ich glaube, wir wollten diese Insel hier. Ja, die wollten wir erstmal uns krallen, ne? Müssen wir uns ein bisschen vorbeischlängeln. Also mit den Roten haben wir ja einen... Genau, einen Militär. Also können wir an dem problemlos vorbeisegeln. Ich sagen, halten wir uns hier eng, fahren wir hier lang. Hier ist ja nichts besetzt, fahren wir hier durch. Hier lang. Und dann sind wir auch schon da. Na, mal gucken, wie wir das organisieren. So. Wie sieht's denn eigentlich jetzt mit den Heilkräutern? Achso, ja, stimmt. Da will ich mal. Oh. So wenig Lampenöl am Start. Hier, was ist hier los? Haben wir hier irgendwie... Jetzt sind wir rein. Sind sie da rein? Eigentlich alle gut zu tun. Die Leute, was ist denn da los, ne? Das geht ja nicht. Da haben wir volles Lager. Das ist unser Transporter hierfür. Ne, das ist der macht Werkzeuge. Moment. Der transportiert die Werkzeuge. Ach was. Der steht hier rum und macht Urlaub. Der ist wieder drauf, mein Freund. Zack. Schön einladen und dann flitzt aber hier uns. Wenn ich mir warum ich ihn da hingestellt habe. So, du gehst hier mal in die Ecke rein. Der hat keine Aufträge gehabt. Okay. Was ist der Tabak? Was? 11 Tonnen soll das gut sein? Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Das Salz, Salz kommt ja jetzt von oben, wenn mich nicht, ja, wenn hier alles täuscht, das hier ist. Achso, der transportiert die Stoffe. Ja, wir müssen echt aufpassen. Nicht, dass das hier knapp wird. Während wir da am Fighten sind. So, ich baue da nochmal einen Weil... Achso, warte mal, wir brauchen ja mal ein paar Schiffskanonen da unten, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier welche auf Lager haben. Nein, natürlich nicht. Dann stellen wir einfach wieder welche her, so. Stellen wir gleich alles her. Ah, sehr schön. Die erste Kanone ist schon fertig. Mal gucken, wen wir damit belasten können mit dem Auftrag. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier unten bald wieder ausbauen. Na. Weil die Produktion jetzt doch ein bisschen zu knapp wird, ne? Wobei hier eigentlich, guck mal. Die haben ein volles Lager hier. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt, ehrlich gesagt. Ah. Farbstoffe sind anscheinend das Problem.
Dann baue ich hier doch nochmal eine Dings bei Zeiten hin. Jetzt sehe ich gerade, wir haben gerade keine Steine da, keinen Ziegel. Natürlich ein bisschen problematisch. Ist ja eigentlich nur so ein normales Rotkreuz. Okay. Davon abgesehen. Werden wir uns erstmal ein paar Einheiten ausbilden. So. Eine Einheit wurde ausgebildet. Und so. So, dann wollen wir diesen gleich mal. Womit kann ich dienen? Nehmen wir aufs Schiff bringen. So, erstmal ein paar Bogenschützen. Auf, Kommandant. Dieses war der erste Schritt. Doch der zweite folgt zugleich. War ich ein Schwertkämpfer? Der braucht eine Rüstung. Das wird ein Landenknecht. Ah ja. Ich weiß gar nicht, wie stark die sind. Kavallerie. Ach, die brauchen Äxte. Aha, da gehen die dann hin. Okay. Rüstung. Ja, wenn ich es mir recht überlege, sollte man vielleicht einen Rüstungsbauer aufbauen hier hinten. Aber vielleicht einfach mal. Im Zweifel bauen wir noch eine weitere Erzmine. So. Zack. Ich kann ja mal ganz kurz ankündigen. Ich habe eventuell ein neues Let's Play jetzt in der Warteliste, beziehungsweise ist in der Warteliste. Und zwar dachte ich da an Gothic. Gothic 1. Danach eventuell auch Gothic 2. Haben wir schauen, wie es auch mit der Zeit aussieht. Bei mir jetzt momentan sieht es ja ganz gut aus. 4 Tonnen Stoffe, 3 Tonnen Stoffe, Leben, glaube ich. Stoffe. Ich glaube, wir haben gleich ein Riesenproblem. 2 Stoffe. Leder haben wir ja genügend. 1 Tonne Stoffe super. Mhm. 0. Ja. Wo ist eigentlich der Stoff jetzt? Ist der. Ist das nicht noch ein Weg nach unten, oder? Das ist ja richtig geil. Ich schlage vor, wir kaufen erstmal hier Stoffe ein. Spitziger. So. 55, warte mal, weiterverkaufen. 75, nein, haben wir wenigstens ein bisschen Gewinn. Okay, von der Bilanz her geht's jetzt eigentlich. Einnahmen, Ausgaben, so von den, vom Handel her, bewegt sich so mehr oder weniger auf einem Niveau. Okay. Da müssen wir was machen. Dann machen wir hier, nee, kann ich vergessen. Wächst eigentlich nur Zuckerrohr nicht gut. Wie sieht es eigentlich generell mit dem Alk aus? Ja, Alk ist in Ordnung. Hier hätten wir Baumwolle. Hier könnte man natürlich ein bisschen was aufbauen. Neben dem Gold. Ich würde sagen, wir schicken den Kollegen einfach mal ganz kurz hoch und organisieren mal ein bisschen was. Dann bauen wir da ein bisschen aus. Achso, ja genau, ich muss gerade gucken. Ups, du könntest ja eigentlich auch nochmal, nee, könntest du nicht. Schiffskanonen. Die können wir eigentlich auch einmal so dabei nehmen. Geht ganz schön viel Kohle jetzt dabei drauf schon wieder. Ich schick mal ganz kurz den Kollegen hier hin, damit der uns die Kanonen holt. Wir meckern nicht wieder unsere netten Nachbarn rum. Wobei, wir fahren, glaube ich, lediglich an den Roten vorbei. Oh, es brennt. Es brennt, meine ich. Mir ist ja gerade an das Rote gefallen.
Die Gelben haben jetzt hier noch eine kleine Zivilisation, die im wahrsten Sinne des Wortes wirklich klein ist. Auch ein bisschen beschneit und so. Und die hier, die haben wir anscheinend jetzt auch ein bisschen ausgebaut. Die hatten wir ja, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal erspäht. Kizige, das ist, glaube ich, ein Marmorvorkommen hier. Ja, natürlich. Dürre hier, Dürre da. Wenn hier nicht Dürre, dann Dürre da. So, was ist mit dem Geld los? Hallo? Das kommt doch bestimmt von hier. Yep. Haben wir jetzt gerade ziemlich hohe Einkaufskosten. Leute, kauft aber auch mal die Stoffe hier. Die sind nämlich ziemlich teuer, wenn man die importiert. Man könnte ja mal so ein bisschen die Marktplätze hier ausbauen. Einfach der Vollständigkeit halber. So, okay, brauchen wir noch einen. Da sehe ich noch einen. Ich glaube, das war's. Ja, sehen wir noch irgendwo einen? Ah, hier. Ein blindes Adlerauge erblickt sonst nichts weiter. Okay. So, Makkarren können ja nicht schaden. Oder ein paar mehr Makkarren. So, allerdings mache ich mir mit den Dings hier noch ein bisschen Sorgen. Okay, jetzt geht's eigentlich langsam wieder 131 mit den Heilkräutern. Ja, doch, nee, jetzt geht's wieder. Ich denke mal, die waren nur so selten im Lager geworden, weil wir die verkauft haben. Mal eben was. Hier. Aber der Konkurrenz tut sich auch nichts mehr großartig. Tabakwaren brauchen wir ein. Kann man diese Videosequenzen eigentlich deaktivieren? Ich glaube nicht. Schade. Schauen wir, was er so verkauft. Ich glaube, nee, nichts, was wir wirklich hier brauchen können. Jetzt bei dem Kollegen, falsch Engel. Bei dem Kollegen hier aus. Ach so, da ist Wasser drunter. Ziegel, na so das übliche halt. 0 Tonnen Gewürz verkauft er. Okay. Die gelben, die sind bei denen haben wir auch schon lange nicht mehr so reingeguckt, was sind. Okay. Wenn ich die Stadt so sehe, dann. Naja. Es sollte eigentlich ein leichtes sein, sie zu eliminieren, aber naja, ich will das Ganze mal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ihre Streitmacht ist jetzt natürlich auch nicht zu unterschätzen. Armbrustschützen, Kavallerie, Bogenschützen sehen wir da noch, ein Kanonier, Katapult ist dazwischen, glaube ich, noch. Also es ist schon, die haben schon ein bisschen was aufzubieten. Okay, das ist jetzt auch ihre Hauptinsel. Hier sieht es dafür ziemlich mau aus, aber ich glaube, hier rechnen sie auch am wenigsten damit, dass jemand angreift. Wobei, wenn ich jetzt Edelstein vorkommen hätte, so als erster, ich glaube, ich würde das Ding einbunkern. Dass da ja kein anderer rankommt. Na, Geld, ey. Was sind denn das? Die Einkaufskosten so krass hoch jetzt? Heereskosten sind es bestimmt. Die Einkaufskosten auch ziemlich hoch. Ach, Gewürze kaufen wir ja noch. Nimm das mal testhalber raus. Denke aber, dann wird das ziemlich schnell runtergehen. Ich bin nicht ganz sicher. Wie sieht's denn hier aus? Können wir Gewürze? Ah, ja, hier können wir Gewürze auch anbauen. Zwar nicht so viel Platz, aber wenigstens ein bisschen. Die können wir da auch noch ein bisschen ausbauen. Aber naja, ich würde sagen, ja, okay, die Folge war jetzt die. Dafür, dass es die 50. Folge war, war sie jetzt nicht wirklich spektakulär. Flotte, nimm Fahrt auf, Kommandant. Aber, naja. Mal schauen, in der nächsten Folge versuche ich noch ein bisschen mehr auszuholen hier. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich speichere einfach nochmal demonstrativ ab. So. Spielstand gespeichert. Und dann sage ich nur noch Howdy und bis zur nächsten Folge dann, ne? Bis gleich. Tschüss.